Es gibt teure Weine und es gibt günstige Weine. Doch was macht einen Wein eigentlich so richtig teuer? Es gibt Sorten, die da muss man auch dann schauen, dass man die Erträge ein bisschen reduziert, damit sie eine vernünftige Qualität auch bringen. Ja? Gerade ein Riesling ist natürlich auch ein Wein, wenn sie damit 10.000, 12.000 Liter anfangen würden, dann ist das kein Riesling mehr, wie wir ihn verkaufen wollen. Ja? Also geht man da, sagen wir mal, bei 5.000, 6.000, 7.000 Liter maximal pro Hektar immer gerechnet. Das ist das, was wir eben dann anstreben, um dann auch eine vernünftige Qualität zu erzielen. Wenn man sich ziemlich intensiviert mit viel Handarbeit, Handarbeit ist dann automatisch schon wieder ein großer Kostenfaktor, den wir haben. Und dann geht es ja auch gerade wieder weiter. Man baut schonend aus, man lässt den Wein ruhen. Es sind Jahre an Arbeit teilweise, die hinter einem Wein stehen. Es sind ja nicht nur Weine, die direkt im ersten Jahr in den Verkauf kommen, sondern noch 4, 5 Jahre reifen und dann erst kommen. Und das sind ja alles Jahreskosten. Und dieser Wein am Ende, der muss dann natürlich auch dementsprechend vom Preis her, der ist dann höher. Und die ganzen neuen Sorten, die haben natürlich auch ganz viele Ansprüche, die jetzt immer mehr in die Pfalz kommen. Die ist aus Frankreich, die Sauvignon Blanc und alle, die stellen natürlich alle ganz andere Ansprüche noch, wie die Reben, die wir hier jetzt schon seit 40, 50, 60, 100 Jahren kultivieren. Das fängt im Prinzip an, wirklich mit einer Handlese, mit Selektion der Trauben. Wir arbeiten dann mit Maischestandzeit, das heißt die Trauben kommen bis zu 3, 4 Tage nochmal in Bütten, werden eingelagert im Kühlhaus. Dann eben die spontane Vergärung, was auch immer ein Risiko ist. So eine Spontanvergärung kann auch immer mal geschmacklich sich negativ entwickeln und auch diese Risikobereitschaft ist natürlich auch eine Sache, die eventuell finanziell dann eben auch mal zu spüren ist. Wir vergären ganz langsam gekühlt, das heißt also unser ganzer Keller, die Fässer, die Tanks, ist alles temperaturgesteuert. Dementsprechend können wir die Gärung natürlich extrem lang rausziehen und haben dann im Anschluss an die Gärung ein sehr langes Hefelager. Das heißt, bei den Basisweinen gehen wir hin, die werden relativ schnell von der Hefe getrennt, werden filtriert, werden gefüllt. Straight, ja. Bei den hochwertigen Weinen gehen wir hin und rühren die Hefe sogar noch auf. Also ganz im Gegenteil zu allem, wo wir sagen, die Weine sollen sich klären, dass wir sie filtrieren können. Nein, wir gehen hin und rühren sie auf, weil eben diese Hefe, die gibt dem Wein nochmal richtig später, nochmal richtig, man sagt immer, ein Maul voll Wein, ja, nochmal richtig Wumms mit. Und das sind eben alles Maßnahmen, sage ich mal, die Erzeugung einfach teurer machen und die Qualität ist dann aber auch definitiv spürbar. Eben auch ein Stück weit im Preis. In der Regel liegt das daran, bei den teureren Weinen wurden oft ertragsmindernde Maßnahmen gemacht. Der Stock hat ja eine bestimmte, sage ich mal, Kapazität, was er an Mineralien aufnehmen kann oder an Zucker produzieren kann, Assimilationsfläche. Wenn ich jetzt Ertragsminderung betreibe, das heißt, ich nehme dem Stock Trauben weg, dann sind natürlich die übrig sind, bekommen mehr. An allem, weil der Stock sich auf diese Trauben dann konzentriert. Aber ich habe natürlich weniger Ertrag, das heißt, das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Dann ist dann auch die Frage, mache ich viel Handarbeiten da drin, mache ich mir die Mühe, gehe von Hand nach entblättern. Das sind alles Sachen, die wirken, müssen sich auf den Preis auswirken. Man sagt, 7-mal geht der Winzer um jeden Weinstock. Das ist Rebschnitt, das Biegen, später die Laubarbeit. Und dann nachher vor der Ernte noch ein bisschen Ertragsregulieren, entblättern vielleicht, ja, solche Sachen.